Hallo und willkommen zur Spyro Reignited Trilogy. Oh, da schlägt er sich die Pfote. Wie süß. Und Ben ist auch wieder mit dabei. Hallo. Hallo. Jetzt hat er sich auch noch gestreckt. Also der Spyro meine ich jetzt. Und ja, ich mich vielleicht auch. Ja, du dich vielleicht auch. Kann ich ja nicht sehen. Ich sag mal ganz am Anfang, guckt bei Ben vorbei, bevor ich es wieder vergesse, ne? Kanal wie immer verlinkt. Und jetzt habe ich mir mal die Kanone in die andere Richtung ausgerichtet. Vielleicht. Wir probieren es erstmal so. Fliegt viel zu weit. Ansonsten war Bens Vorschlag jetzt zwischen den Pausen. Zwischen den Pausen vor allen Dingen. Zwischen den Folgen. dass ich oben rauf springe und die ausrichte. Ah, geht nicht. Ah, das ist echt du hast komisch. Hinten die eine Kiste, wo bringen. Hä? Da hinten standen zwei grüne Kisten, steht da nur noch eine. Die eine habe ich kaputt gemacht, stimmt. Ach so, sind das wieder welche, die ich jetzt anders nicht aufkriege? Nee, das waren doch die, die ich so aufkriege. Ja. Okay, geht beides. Aber das bleibt ein Mysterium. Die Kiste da. Vielleicht tut sich noch was auf, müssen wir mal gucken. Hier sind noch drei. Da unten will ich nicht hin und den Sprung. Gut, der Sprung ist nicht so schlimm. Aber der Sprung macht mir Angst, den habe ich beim letzten Mal nicht geschafft. Oh, der ist schon knapp. Oh, ja. Da geht's hoch. Da ist ein Drache, da hüpfen die Häschen. Da komme ich ursprünglich mal her. Boah. Oh. Sonst also, ich glaube, wenn du auch mal zu weit gleitest, kannst du im... Ach, du bist leider immer noch abgeschnitten. Kann ich im was? Im Gleitflug kannst du... Rück. Es kommt nicht an. Ich sehe es gerade, ja. Jetzt mit... Oder? Nein. Doch, vielleicht. Also im Sprung kannst du nochmal zurück... so ein bisschen bremsen. Ach ja. So, ja. Oh, ein Ring rein, Mensch. Na gut, der kann ja wohl hier hoffentlich nicht so fiese Sachen. Oh! Naja, ich muss im Kreis rum, das ist ein bisschen blöd. Gib mir mal einen Tipp hier. Der Gunnar. Gut gemacht, Spyro. Mach weiter so, dann wirst du dein Schicksal erfüllen. Schicksal? Ich will doch nur draufhauen. Grille die Gegner und sammle den Schatz ein. Naja, den konnte ich schon mal nicht grillen. Oh, was? Alles klar. Irgendwann konnte ich ihn, am Anfang konnte ich ihn nur verfolgen und nicht grillen. Hast du einen Schlüssel eingesammelt? Offensichtlich. Interessant. Frag mich nicht wann. Gerade war es ein Ei. 1 von 1. Alle Drachen habe ich. Fehlen noch eine Menge Edelsteine. Hier war nichts mehr. Hier war der Anfang. Da ist noch dieses Tor. Da könnte ich vielleicht hingleiten. Ne? Ja, safe. Oh Mann, ja, safe, hoffentlich. Ah, okay. Der Gleitmeister 5000. Klingt nicht jugendfrei. Ah, warte mal. War auch nicht beabsichtigt. Kann man das irgendwo bestellen? Wer weiß. Ja, super. Ah, Schlüssel hier. Gefunden. Okay. Rein damit. Klingelingeling. Sehr gut. Da kommen wir dem Ziel etwas näher. Jetzt fehlen noch 30. Okay. Boah. Ja, cool. Ah, jetzt muss ich wahrscheinlich nach links raus. Ja, dann den ganzen Weg nochmal. Ja. Ja gut, dann kann man wahrscheinlich auch direkt ins erste Level da. Ist schon immer spannend. Wie ins erste Level? Ach so. Geradeaus durch. Meinst du, sollen wir direkt mal machen? Ja, warum nicht? Ja, würde ich sagen. Jetzt haben wir den Habsuck im Großen und Ganzen. Ja, grill mal noch so ein Häschen. Achso, ja. Oh Mann. Waren es vielleicht zwei. Habe ich ja schon wieder völlig ausgeblendet, dass ich mir hier auch zwischendurch mal Gesundheit holen kann. Trockene Felsschlucht, okay. Bitte, 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 bitte. Aber wenn man überlegt, 12.000 schätzt, ist schon viel. 12.000 was? Also 12.000 von diesen Edelsteinen. Ja, kann insgesamt? Man insgesamt sagen. Ja. Das ist schon krass. Wir haben immer noch nicht geschaut, was diese Fähigkeitspunkte machen. Hätte man ja zwischendurch mal rausfinden können, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Oh, das ist halt wirklich ein harter Übersetzungs... Ja, das wäre echt blöd. Okay.
Wo sind wir denn jetzt hier? Was war das eigentlich? Ach ja. So. Hä? Hey. Okay. Erstmal hier schauen. Schon mal 10. Kann ich mich hier eigentlich pieksen? Nein. Okay. Ist schon mal gut zu wissen. Oh. Okay, was ist das? Da geht nix. Da geht bestimmt irgendwas rein. Feuer. Da ist ein Feuersymbol drauf, ne? Ja, gut. Feuer mache ich. Feuer bringt hier nichts. Aber vielleicht... Ich kann mich an Feuerkuchen erinnern. Feuerkuchen. Vielleicht geht das jetzt dann irgendwie. Ah, guck mal. Aha. Vielleicht muss man den Dude dazu bewegen, okay, da drauf zu schießen. Wäre natürlich... Kam das von dem da hinten? Ja, der hat das geworfen. Na, soll er machen hier. Ich bin zu weit weg, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ich guck erstmal hier. Oh. Boah. Oh ja, und dann direkt ein Eier. Ist ja alles. Oh, danke schön. Gegen die Schilder kannst du dagegen retten. Schießt. Ah? Ach, so einfach ist das? Okay. Ich hätte jetzt gewartet, bis er aufmacht. Wo ist hier Mr. Hä? Ist er nach oben abgehauen? Hm. Oh, da kann ich nicht rein. Ah, ne, die haben überall dieses Feuersim. Aber das andere war halt nicht. Das ist schon. Oh, das hat zumindest ausgesehen wie eine Tür. Muss man so. Sieht ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht. Okay, ich guck mal, ob ich ihn anlocken kann, ob der sich überhaupt bewegt. Weil wenn der immer nur da hinten. Ja, nee, die kämpfen. Sind, okay, dann muss ich das mehr in die Richtung lenken. Wow, was haben wir? Es hat nicht die Reichweite. Guck mal, es hat nicht die Reichweite. Oder? Ja. Ja, knapp, aber es kommt auf jeden Fall davor. Fliegt zu tief. Ah, mehr so hier. Mehr so davor ein bisschen. Na komm, komm, komm. Also es ja, sieht nicht so nicht aus. Nee, ne? Weiß nicht. Das wäre schon sehr speziell. Also wenn das jetzt nicht klappt, dann klappt es nicht. Okay, jetzt ist vorbeigeflogen, aber... Das ist schon zu speziell. Und vor allem, dass sich das Spiel ja auch an Kinder richtet, kann ich mir das auch. Ja. Also okay, die goldenen Edelsteine geben. Geben? Die geben 10. 10. Ja, da ist er wieder. Ich bin übrigens hier. Der hat ein bisschen schief gezielt gerade, muss ich sagen. Die sind nicht so schwer. Also das Schlimmste waren bisher die Hunde tatsächlich. Ja. Die waren echt. Ah, deswegen war es ja auch der Boss-Level, sagen wir es. Okay, stimmt. Wenn die zum Konzept des Bosses gehörten, dann. Wo läufst du lang? Ja, hier im Kreis. Ne? Ah, ich wäre fast runtergefallen. Das war ein bisschen kritisch. Jetzt abkürzen. Feuer vielleicht? Innenkurve. Ja, Moment, muss erst mal rankommen. Jetzt kann ich wieder nicht feuern, also wenn ich renne... Ach so, kann ich... Ah, verstehe. Wenn ich renne, kann ich nicht feuern. Da muss ich einfach nur kurz stehen bleiben. Ich dachte, diese Rennen sind so konzipiert, dass ich ihn gar nicht wegfeuern kann. Aber das hat man ja inzwischen auch schon widerlegt. Ja, sehr schön. Exakt. So. Conan, der Baba. Oh. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Gerne. Danke für den Tipp. So. Ja. 20, da weiß man aber nicht, wie viel das insgesamt sind, oder? Nee, ich glaube nicht. Sag mal, ist diese Anzeige da oben rechts, wird die wirklich ganz voll und dann gibt's erst ein Leben? Ich bin mir nicht sicher. Es war mir so, als wenn es immer nur so die Hälfte der Anzeige ist, aber jetzt sind wir gerade schon bei der Hälfte oder fast drüber. So, hier war nichts. Was ist denn da oben? Ein Geier? Sieht nach einem Geier aus. Da auch. Okay, mal sehen, ob ich zu denen noch hochkomme oder ob die nur Deko sind. Ich glaube, da laufe ich später noch lang.
Sieht mir so aus. Mhm. Wenn ich da hochkomme. Der Trabende. Oh. Na komm mal her, du. Moin. Direkt 10. Ja. Oh, nett. Ah, das ist ein Geier. Ja. Oh! Wow! Oh. Nächstes Mal flamme ich den einfach ab, wenn der kommt. Okay. Ja. Ist doch nicht so schwer. Ah, da ist ein Falkner. Ah. Gott. Na, willst du mir den auch noch schicken? Was macht der denn? Oh, ich weiß nicht, ich glaube, er will einfach damit nur. Er schlägt zu, meinst du? Wir den Geier schwingen. Ja, das arme Tier, ey. Na los. Das okay. War ja nicht so spektakulär. Nicht wirklich. Okay, hier noch was übersehen. Da wüsste ich noch nicht, wie ich direkt hochkomme. Später, vielleicht. Vielleicht ach, da oben vielleicht auf der Seite. Oder wäre ich da schon hochgekommen? Ah, da oben kommt man noch hin. Ich glaube, das wird alles ein Rundlauf. Also wir merken es uns mal, aber ich wüsste jetzt auf Anhieb noch nicht. Jetzt geht es erstmal eine Etage höher hier. Und dann gucken wir mal. Irgendwas macht da was. Okay. Wobei ich schon gerne mal ausprobieren würde, wenn der seinen... Ich dachte gerade, ich hätte einen Schlüssel, aber so war die Libelle. Wenn der sein Schild hebt, um zu feuern, ob der dann mit Feuer angreifbar ist. Wahrscheinlich schon. Hm. Boris. Die trockene Felsschlucht belohnt gute Gleiter. Du bist doch einer, oder Spyro? Ich wurde zum Gleiten geboren. Hm. Ja, das war der Hinweis, dass ich jetzt hier... war ja fast eine Ego-Ansicht. Dass ich jetzt hier gleite, genau. Da geht's auch weiter. Probieren wir erstmal hier, ne? Ja. Gleiten for the win. So, links oder geradeaus? Hm. Ich glaube, links ist näher. Ja, denke auch, ne, dass man erstmal links soll. Oh, okay, easy. Das war gut machbar. Ich guck erstmal hier. Hallo, ich bin hier, nicht rechts. Immer die Lache davor, ne? So, jetzt probier ich's aus, wenn er jetzt sein Schild lüftet. Ja, ja easy, okay. Ach, guck, jetzt kommt man hier oben bei den Plattformen raus. Und dann kannst du darüber gleiten. Hier würde ich jetzt nichts sehen. Ach, darüber? Warte mal. Von hier ging das nicht? Nee, ne? Hier ist die gleiche Höhe. Ja, das wird zu flach. Ja, das geht tatsächlich nicht. Warte mal, ich kam von da oben. Meinst du, das wäre nicht gegangen? Ich probiere es jetzt mal von hier. Wahrscheinlich ist es so konzipiert, dass man den Weg rummacht und dann hier rauskommt, ja. Ich gehe davon schon stimmen. Aus. Aber es ist auch nicht gerade... Ah, ich muss ja nur da unten ankommen. Ja, genau. Muss ja nicht ganz oben sein. Okay. Wups. Okay, ja. Wow. Dann kannst du auf die nächste hab Fläche... Hier alles? Ja. Ich denke schon, ja. Okay. Da, Secret Area. Ajo. Es ist sehr komfortabel gemacht mit der Kamera. Das funktioniert gut, wenn man hier so schwenkt. Muss ich echt sagen. Ja, das war schon im Original echt gut gemacht. Der Falken. Ehrlich gesagt, will ich ja auch gern mal einen Angriff sehen. Okay, so haut er zu. Oh, Slam, okay. Ja. Oh, gleich 3 Stück. Die wissen alle nicht, wo sie hinziehen sollen. Wow. Jetzt konnte ich mich nicht entscheiden, wie ich angreife. Die brauchen vor allen Dingen ja auch noch so ewig, bis sie mal geschossen haben. Also da hat man echt genug Zeit. Ja. Oh, gleich 2. Ah! Ja, easy going. Nice. Oben rechts ist noch ein Leben. So, da kommen wir dann da an, würde ich sagen. Okay, machen wir erstmal den. War schon über 200 Schätze gesammelt.
So, wie kommt man denn da hoch? Vielleicht über die Mauer, ja. So, erstmal hier dürften wir ja am Ende angekommen sein. Erstmal das hier alles sammeln, dann mal hier hoch. Ach schön, sammeln ist immer schön. Uah. Oh. Ja, ich komme gleich runter zu dir, dann machen wir das. Keine Sorge. Was ist das denn hier? Feuerwerk! Okay. Oh, wie geil. Geil. Ja, und auch immer wieder neue Elemente mit. Ach, da war ja das Leben, genau. Mhm. Guck erstmal hier. Das finde ich lustig. Dürfte in China der Kracher sein, das Spiel. Drachenfeuerwerk. Oh, oh, hey, oh, ich habe mich ja gar nicht gesehen. Sage mal. Okay, ich gehe erstmal zum Leben zurück. Ups, das geht hier? Ah, nee, nee. Na, aua. Ja gut, dann, okay, dann von vielleicht da noch oben. Auf der linken Seite. Ja, okay. Hm. Sind die auch mal stimmt. Weg? Ha! Scheiße. Na, der hatte ich. Konnte mich nicht schnell genug umdrehen. Beziehungsweise hab's nicht gut gemacht. Bumm. Nur kurz anditschen. Nicht in den Abgrund runter. Kleines Ditchely. Genau. Ditchely du. Ich hatte den gleichen Spruch. Das tut mir leid, da war ich mit den Worten jetzt schneller. Ah, guck mal hier. Er hat doch so einen kleinen Magneten eingebaut. Guck mal, wenn ich in die Nähe gehe. Ja. Dann springt es. Also, es ist wirklich minimal, ne? Ja. Boah. Bist du das, Spyro? Bist du der junge Drache, von dem ich so viel gehört habe? Seit du nur ein kleiner Funke warst, wissen wir... Wisst ihr... Ich hab's vergessen. Oh, das ist schon süß mit den Generationen hier. Muss ich sagen. Er ist echt gut. Ja gut, dann musst du wahrscheinlich nochmal hoch auf den Turm. Ja, ich hab gerade so ein Pling-Pling gehört. Das war die Muschel. Oder die Schatulle da. Dachte gerade, hier wird was Neues eingeführt, aber... Nee, das war das. Was ist eigentlich da drüben, sage mal? Da gehen richtig viele Kisten ab und eine Schlüsselkiste. Da komme ich nicht hin. Oder? Ja, wenn dann vom Turm oben. Ja. Komme ich hier noch höher, ist die Frage. Also Maximum ist hier, würde ich sagen. Oh Mann. Das wird knapp. Wir probieren erstmal die andere Seite. Und zwar hier. Okay, das hat funktioniert. Ah! Oh! Du Fail, du Mann! Kein Projekt ohne Fail. Nice. Hier geht nichts mehr. Ist auch die Frage, ob diese Muschelschatulle das maximale Leben einfach erhöhen und du dann über die Gegner wieder alles zurückholen kannst. Oder ob das einfach sich kumuliert allgemein. Weil du hast jetzt schon viele Gegner besiegt, aber deine Anzeige da, Kopf geht nicht weiter, ne? Ach so. Das ist im Prinzip dich immer nur um eins weiter putzen. Du Leben verlierst, kannst komisch besiegen, wieder zurückholen oder so. Ah, von da oben vielleicht. Ja, geht mir nämlich auch gerade durch den Kopf, dass ich von hier starte. Dann ist aber die große Frage, wie komme ich zurück? Selbst wenn ich da hinkommen sollte. Ja, da wieder runter auf die... Achso, ja stimmt, da kann ich ja da gleiten. Ja, das muss man jetzt riskieren, ne? Ja, würde ich auch machen. Wobei, also da komme ich jetzt wahrscheinlich auch nicht rüber. Da gleitet dazu. Also ich wollte jetzt hier hoch. Ja, da gleitet dazu schnell. Also ja, das ist auf die gleiche Fall Höhe, würde ich sagen. Ja, ist die gleiche Höhe. Also, ich würde jetzt keine Möglichkeit sehen, noch höher zu kommen. Mhm. Ja, musst du auf Spyros Fähigkeiten des Gleitens. Das ist schon echt, oh Mann. Oh, es gibt kein gutes Gefühl. Oh, scheiße. Oh, das wird mega knapp. Nein! Oh Gott, oh Mann, das ist aber mies. Ich glaube, so funktioniert es. Wie oft probiert man das jetzt, ist die Frage. Ja, man verliert jedes Mal ein Leben, ne? Ja, eben. Ja. So, hier ist aber alles gespeichert.
Oh, ja, vielleicht noch ein Versüchle. Ja, aber du hast auch noch nicht den Schlüssel. Vielleicht werden wir dann noch. Weil dann lohnt sich der Sprung. Ach so, ja, dann. Sonst musst du es zweimal. So, dann gehen wir hier. Hast du recht. Er hat mich noch nicht bemerkt. Burn it down. Nietzsche. Jetzt bin ich gespannt. 25. So. Das ist krass, ne? Oh ja. 25 Steinchen gekriegt. Hier gibt es inzwischen eine ganze Menge zu sammeln. Wie er immer ahnungslos nach rechts zielt. Also aus meiner Sicht rechts. Da war noch einer. Ja, dem heizt du mal richtig ein. Fum, fum, fum. Was hüpft denn hier so lustig? Ja, die Hoppelhäschen. Ach, die Häschen. Wo ist der Schlüssel? Hier geht's nach Hause. Kein Schlüssel. Ich hab hier was gemacht. Nee, hab ich nichts gemacht. Ach, da kommt schon noch was. Ich meine, klar, wenn du ihn siehst, kannst du schreien. Aber ich bin jetzt mal zuversichtlich. Okay. Vor allem, wie kommt man noch an den letzten Drachen da drüben? Mal gucken. So, von hier komme ich. Dann gehe ich jetzt mal links, da war ich noch nicht. Naja, das wird hier rumgehen. Vielleicht hier hoch. Aber hast du da nicht diesen Jump gemacht? Ach, hier war ich ja schon. Jetzt habe ich es erst gecheckt. Oh, ja. Hier sind wir ja wieder. Stimmt. Okay, jetzt muss irgendeine andere Möglichkeit geben. Da unten ist nichts. Das ist der ganz am Anfang, bist du hier? Ja. Da musst du irgendwie rechts rumspringen. Ah ja, da. Ja, okay. Mann! Okay, aber so. Auch der Sprung ist fast nicht möglich. Der sah schon echt schwer möglich aus. Och nein, wo muss ich denn jetzt hier rumlatschen, um da wieder hochzukommen? Einmal rum? Ist natürlich ein bisschen ätzend. Ja, das ist so eine leichte Bestrafung kriegt man dann, ne? Nicht perfekt leitet oder nicht gut geleitet. Ich glaube, beim nächsten Mal mache ich so große Sprünge mit Anlauf. Ich muss mal gucken, ob die besser funktionieren. Das wollte ich ja schon seit Beginn machen. Also, dass ich probiere es mal hier zu zeigen, dass ich wirklich schnell und dann aber auch in der Luft schnell den Gleiter drücke, dass ich ein bisschen am Anfang ein paar Meter gewinne. Ja, aber du gewinnst zwar Weite, aber nicht Höhe. Ja, er kommt nicht wirklich eher so nach vorne. Ja, das stimmt. Also in der Luft dann so schnell wie möglich. Ja, er geht runter irgendwie. Ich lasse natürlich sofort die Renntaste los. Ja, aber es hilft nichts. Er geht trotzdem irgendwie runter. Ich probiere es trotzdem einmal. Oder kann ich hier woanders? Oh! Ich meine, die Plattform hilft mir doch nichts. Ja, da war ja nur diese... Okay, machen wir es mal mit Tempo. Ja, er geht runter. Er geht runter, ja. Du brauchst die Höhe, sonst kommst du... Okay, das heißt, mit Anlauf haben sie wahrscheinlich extra so konzipiert, kann man es nicht schaffen. Oder halt also. Mal beim Anlauf den Sprung dann gedrückt, vielleicht gehst du ja... Dass das nicht sofort wieder... Nee, dann kann ich ja nicht gleiten. Ja, ich muss ja den Sprung neu drücken, um zu gleiten. Das ist das Problem. Ja gut, dann kann ich es jetzt hier nur mit hartem Timing schaffen. Ach du Schreck. Das geht ja gar nicht. Er geht runter. Du musst irgendwie nochmal auf... Nochmal was? Du musst irgendwie versuchen, auf eine höhere Position... Okay, also das wird's nicht sein, ja? Ja, ich glaube, sonst funktioniert's. Dann suchen wir uns was Neues. Was könnte das sein? Weil ohne den Drachen gehen wir hier nicht weg. Keiner wird's... Ja, eben. Als wenn man hier auf diesen Ball raufkommt. Ja. Aber wie? Da geht ja gar nichts. Und da sind auch noch Edelsteine. Kommt man von der Seite kommt man auch nicht hin, also.
Sieht schon sehr komisch aus. Sehr verwirrend. Was ich ja auch noch gar nicht gemacht hatte. Ne, hier war das nicht. Nochmal in die Steuerung reingeguckt, ob es irgendwas gibt, was ich nicht weiß. Flammenangriff, Rolle hatten wir, Kamera haben wir. Vom Sehen, Stürmen, Flammen. Ist eigentlich nichts Besonderes. Mhm. Blöd. Moment, da gab es noch eine zweite Seite. Hä? Retro-Steuerung noch. Ach so, nee, bloß nicht. Jetzt muss ich so machen, wie ich es kenne. Ja, wie blöd. Ich hätte gerne einen Doppelsprung. Ja, es gab, glaube ich, im zweiten Teil die Möglichkeit, einmal mit... Oh. Dass man noch so einen kleinen Schwung nach oben kriegt. Aber so, das war im ersten Teil, glaube ich, noch nicht. Rein mit Tempo und so einem Sprung kann ich es auch nicht schaffen darüber. Da ist übrigens der Schlüssel. Auch das. Also es wäre alles in einem, ne? Ja. Das ist höher, aber kommst du so weit? Ich glaube nicht. Das ist viel zu weit weg. Da komme ich auch nicht hoch. Ach man, ist das blöd. Das kann doch jetzt nicht so fies versteckt sein. Oh. Also wäre das auch getestet, der Sprung funktioniert. Genau. Das ist natürlich schade, ne? Das ist nicht nur schade, das ist nicht akzeptabel. Und mehr als am höchsten Punkt drücken kann ich nicht und das schaffe ich schon einigermaßen. Also. Ja. Da auf das Dach drauf? Mit einem normalen Sprung. Da wird er auch zu schnell absinken, aber ich probiere es. Ja, er sinkt immer gleich ab eigentlich, egal was ich mache. Also bei dem Angriff natürlich noch eher, aber auch beim Gleiten geht es eigentlich erstmal nach unten. Für einen Moment. Es sah doch noch nicht mal knapp aus, es sah echt unschaffbar aus. Und wenn du jetzt nochmal zurückgehst und dann jetzt links, also andere Seite, nein, halt. Wieder zurück. Und hier geradeaus durch, ist da auf der anderen Seite irgend... Na, da ist nur ein Vorsprung. Der reißt es nicht, ne? Mysterium! Also es sieht nicht so aus, als wenn man da irgendwie auf die Dächer rauf soll oder sowas. Nee. War jetzt bisher nie der Fall. Das gibt's doch gar nicht. Hier hätte ich auch so schon hochgekonnt. Vorhin okay. Sind wir da von da hoch, ne? Ja, so stimmt. Blödsinn. Viel zu kompliziert gemacht. Oder der Sprung ist halt wirklich mega getimed. Also ich mache jetzt wirklich nochmal mein Bestes. Man sieht's ja auch. Also man sieht zwar nicht, ob ich die Knöpfe an der richtigen Stelle richtig drücke, also aber im Endeffekt erkennt man es ja an den Bewegungen, die ich mache. Also ich glaube, wie gesagt, am höchsten Punkt eines Sprungs drücken kriege ich noch hin. Das wäre hier so. Und man muss auch dieses Gleiten nicht gedrückt halten, das drücke ich nur einmal. Also von dem Moment an, wo ich das zweite Mal springen gedrückt habe, passiert's. Und ja, wie gesagt, es sah noch nicht mal knapp aus. Ja, was sagt denn deine Erinnerung? Gibt es da noch eine Fähigkeit? Also ich weiß, dass man flattern konnte, aber ich glaube, das war im Wo? Was? Ja, okay. Also nach der Folge werde ich das mal mit dem Fähigkeitspunkt eruieren. Das würde mich echt Fähigkeitspunkt? Da, Y, guck mal da unten. Ja. Aha. Hä? Schwäche. Ach, das sind mehr so Fortschrittspunkte, oder? Was man machen soll. Ich weiß es nicht. Steinhügel, verbrenne die rosa Tulpe. Alle Bullen stecken fest, also die... Das klingt irgendwie politisch. Ja. Verbrenne das versteckte Gemälde. Ah, da gibt es ja doch einiges zu tun. Aha. Das ist ja sowas wie Achievements schon.
Reite 10 Sekunden lang auf eine Droh. Aber was sie machen, vielleicht machen sie nichts, vielleicht erreicht man sie nur, die Fähigkeitspunkte. Nach dem Motto, du hast gezeigt, dass du was kannst. Sammle Fähigkeitspunkte, um Teil 1 und Teil 2 der Kunstgalerie freizuschalten. So. Okay, also schon, wie du sagst, eigentlich eine schlechte Übersetzung. Einmal noch. Never ever. Da fällt mir nichts zu ein. Keine Ahnung, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ja. Schön wär's, aber weißt du was? Das finden wir raus zwischen den Folgen. Das bietet sich jetzt gerade mal an. Ist zwar, dann zwar am Ende keine Eigenleistung mehr, aber ich will's jetzt auch wissen und da ist der Schlüssel und. Ja. Ja. Das haben wir hier schon lange genug. Ich begebe mich noch zum Abschiedspunkt, zum Abmordpunkt. Weise darauf hin, dass ihr bitte bei Ben vorbeischaut, nicht wahr? Das ist ja schön. Kann man nicht oft genug sagen. Kanallink in der Videobeschreibung. Dann habe ich das zumindest schon mal erwähnt. Und dann seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir den Drachen erreichen. So einfach ist das. Also, bis dann. Tschüss. Ciao.